Hallöchen und willkommen zum neuen Box Office Tischspiel der Kalenderwoche 43. Ja, heute geht es um den Film Inferno. Dieser Film hat eine Lauflänge von 121 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Der Regisseur heißt Ron Howard, hat zum Beispiel Zoomania gemacht oder Am Herzen der See. Der Hauptdarsteller von Inferno ist natürlich Tom Hanks. Er hat unter anderem The Da Vinci Code, Sakrileg und Illuminati gemacht, die Vorgänger von Inferno. Und natürlich Kultrollen wie Castaway oder The Green Mile. Die Hauptdarstellerin ist Felicity Jones, spielt bald in dem neuen Star Wars Film mit, in Rogue One, Star Wars Story, oder hat sogar in The Amazing Spider-Man 2 mitgespielt. So, dann kommen wir noch, wie immer, zum Inhalt. Robert Lincoln, das ist Tom Hanks, folgt Hinweisen, die ihn geradewegs auf die Spur des großen italienischen Dichters und Philosophen Dante führen. Zu Beginn erwacht er in einem Krankenhaus im italienischen Florenz, ohne sich daran erinnern zu können, was in den letzten Tagen passiert ist. Die Ärztin Sienna Brooks, das ist dann Felicity Jones, versucht ihm zu helfen, sein Gedächtnis aufzufrischen. Gemeinsam reisen sie quer durch Europa im Wettrennen gegen die Zeit. Es gilt, eine tödliche Verschwörung zu vereiteln, die die ganze Welt betrifft. So, meine Frage wie immer, was tippt ihr für das Startwochenende von Inferno? Mein Tipp ist 31 Millionen und wer neu dazu ist, unten in der Videobeschreibung ist nochmal die Erklärung vom Box Office Tippspiel, wie das funktioniert und so weiter. Und ganz wichtig ist, bitte keine doppelten Ergebnisse mir schreiben. Und genau, und wie immer unten in die YouTube-Kommentare einfach reinschreiben, was ihr tippt. Und dann, heute ist Dienstag, läuft wieder zwei Tage, also bis Donnerstag 23.59 Uhr. Endet dann das Tippen und dann am Sonntag oder spätestens Montag wissen wir, wer an diesem Spieltag wieder gewonnen hat. Und genau, dann soll es das gewesen sein für dieses Box Office Tippspiel Kalenderwoche 43. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß beim Tippen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran, euer Steffo. Ciao, ciao.